Herzlich willkommen auf der Burg Mühlau, auf der sich im Moment alle möglichen Handwerksgewerke die Tür in die Hand geben, denn wir bauen im oberen Burghof ein komplett neues Museum. Natürlich gehören zu unserem Museum auch einige Depoträume, die so noch ein bisschen unsere Sorgenkinder sind. Und in einem solchen dieser Depoträume stehen wir jetzt, das ist das sogenannte Weberstubenmagazin, in dem ganz viele Kleinigkeiten aufbewahrt werden. Der Raum hier ist seit ungefähr 30 Jahren als Depotraum genutzt und seit dieser Zeit stehen die Dinge hier und eigentlich hat sich nie richtig jemand damit befasst. Eines unserer unentdeckten Schätzchen ist ein Pallograph. Pallographen sind technische Geräte, die Anfang des 20. Jahrhunderts vom schwedischen Ingenieur Lindström in Berlin entwickelt worden sind. Und zwar dienten sie zur Aufnahme der menschlichen Sprache auf Wachswalzen. Die Pallographen setzten sich Anfang des 20. Jahrhunderts großflächig durch, um den Chefs zu ermöglichen, ihre Diktate aufzusprechen und ihren Sekretärinnen dann unabhängig vom Chef diese Diktate auf der Maschine zu schreiben. Das ist ein wichtiger Meilenstein eigentlich in der Bürogeschichte, dass also diese direkte Verbindung zwischen Diktat und Schreiben unterbrochen wurde, dass also ein Speichermedium zwischengeschaltet wurde, welches die Sprache aufbewahrt hat. Der Pallograph besteht im Grunde aus drei Teilen, aus dem elektrisch betriebenen Aufnahmegerät. Mit diesem wurde auf Wachswalzen die Sprache aufgenommen und dann mit diesem Phonos-Abspielgerät zum Klingen gebracht, wieder abgespielt, so oft wie man gerne möchte. Und wenn man dann alles geschrieben hat, konnte man hier mit diesem Löschgerät die Wachswalzen wieder glatt machen und für die neue Aufnahme vorbereiten. Und hier unten im Kasten sind noch Reste der beschriebenen oder gelöschten Wachsrollen zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei der Erhaltung dieses technischen Kulturgutes unterstützen würden. Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende, denn am Ende brauchen wir 4.600 Euro. Das ist für uns im Museum eine ganz schöne stolze Summe. Bitte helfen Sie uns dabei. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung.